Also los geht's. Heute ist grimmiges Kuckentag, wie die Leute alle aussehen. Wir fahren dann nach der Brücke rechts weiter. Soll ich jetzt schon blinken oder später fährst du dann? Na, ich würde es einfach nach dem Losfahren. Okay. Weil das ein bisschen komisch ist, wenn du hier so mit Blinker rechts. Ja, im Endeffekt ist es egal, aber es sieht halt irgendwie komisch aus. So, wir machen so eine Art Vorprüfungsfahrt. Das heißt also, ich versuche so wenig wie möglich zu sagen. Okay. Das mir aber wahrscheinlich gelingt. Ja, und du versuchst natürlich einfach so dein Bestes zu geben. Prüfung.
wenn das jetzt so eine Olympia-Reportage wäre, dann würde jetzt der Sprecher sagen, so wäre jetzt sehr schön gesehen, wie die Fahrschülerin die Start-Stopp-Automatik betätigt hat. Sehr gut. Kreuzung. Das gibt Punkte. Pluspunkte sind immer gut. So, und dann versuchst du mal in aller Ruhe auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Aber musst fahren, wenn die dich lässt, gell? Also, da darfst du jetzt nicht noch warten. Sie hätte extra langsam fahren. Und dann auch ein bisschen Gas geben. Also nicht langsam den Fahrstreifen wechseln machen, sondern schön mitfahren und dann auch mit 50 rüberfahren. Gut war, Blinker immer gleich setzen, wenn es heißt, Fahrstreifen wechseln machen. Dann wollen wir die nächste links weiterfahren über die blaue Brücke. Da Tübingen zurzeit immer für Überraschungen gut ist, wollen wir jetzt mal eine Überraschung erleben, wenn wir jetzt weiterfahren. So, wir fahren die nächste rechts weiter. Genau, und es gibt also keinen rechtsabbieger Fahrstreifen mehr, sondern man muss jetzt praktisch... Aber man darf trotzdem noch abbiegen. Ja, natürlich, man darf abbiegen. Okay. Das war letztes Mal auch noch nicht. Nee, das ist in Tübingen, ist das manchmal gerade über Nacht. Also dann jetzt gleich direkt ab. Ja genau, ganz normal, jetzt geht es ganz normal rechts weiter. Hier ist jetzt zum Glück alles fertig. Und auch die Autos parken wieder alle auf der rechten Seite. Nicht so komisch, dass sie da vorne dann auf der linken Seite parken. Haben die auf der linken geparkt? Ja, das war ganz komisch. Und die haben hier bis zur Hälfte irgendwie rechts parkt. Und dann weiter vorne, weil da die Baustelle noch ein bisschen nur haben, dann links parken. Ganz komisch. Wir gehen geradeaus weiter.
So, dann fahren wir die nächste links. Und das kommt hier fast nie vor, aber hier ist ein Fußgängerweg sozusagen. Okay. Das heißt also beim Abbiegen, wenn hier Fußgänger laufen würden, müsste ich die drüber lassen. Also okay. Ich hatte das jetzt einmal an der Prüfung. Also okay. Dass echt Fußgänger kommt sind. Das hat dann auch Gott sei Dank geklappt. Okay, das ist ganz wichtig, weil das ja ganz selten ist, dass da wirklich Fußgänger laufen. Okay. Dann gehen wir die nächste rechts weiter. Ganz oft wird dann einfach hier in dieser Straße gleich die Vollbremsung gemacht. Mhm. Wir machen es jetzt nicht. Das war jetzt vom Gucken her nicht so gut, weil du hast praktisch erst gehalten und dann guckt und so. Du musst vorher gucken und du musst dich auch mehr nach rechts konzentrieren. Okay. Wir wollen bei dem Auto anhalten, weil es ja rechts vor links. Das heißt also, du musst nach rechts gucken, dass da niemand kommt. So, und somit macht praktisch der Prüfer, wenn ich jetzt der Prüfer wäre, gleich die erste Grundfahrübung. Gleich weg. Wie viele hat man? Zwei. Zwei. Ich habe einmal so gemacht, dass ich immer dieses Fenster aufgelassen habe beim Grundfahrer, dass ein bisschen frische Luft reinkommt. Und dann hat mein Prüfer mir unterstellt, ich würde immer das Fenster aufmachen, damit er nicht im Fenster im Spiegel praktisch sieht, wie ich dem Fahrschüler Zeichen gebe. Hä? Also, ich kann ja auch jetzt schon gleich auf die erste. Aber ich habe da gestern rumgestellt, das heißt, du musst jetzt den Spiegel noch mal kurz ein bisschen runterstellen. Das sicher, du musst jetzt also richtig den Gürtel dir praktisch nochmal einstellen, weil ich gestern beim Rückwärtsfahren den Spiegel verstellt habe und dann eigentlich wieder zurückstellen wollte, aber nicht mehr dran gedacht habe. Nee, du musst ja jetzt auf R, jetzt musst du ihn praktisch, nee, du musst ihn auf R einstellen. Ja. Also, nee, du musst ihn jetzt auf R lassen und jetzt einstellen. So, nee, Rückwärtsgang drin lassen und auf R. Und jetzt so, stellst du ihn runter. Ach so, so jetzt stellst du ihn dir praktisch ein, wie er auf R sein soll. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Genau, jetzt. Und dann nachher stellt er sich wieder zurück. Weil ich habe ihn gestern auch so sein auf R eingestellt. Ich habe Rückwärtsgang drin gehabt. Und dann wollte rückwärts in die Garage reinfahren und dann habe ich da rumgestellt und dann habe ich nachher so, scheiße, und dann habe ich, komm. So, dann wird der Prüfer sagen, ja, da müssen wir noch ein bisschen korrigieren. Gut, super. Also, damit alles klar ist, fahren wir weiter.
So, auch noch ein kleiner Tipp. Von hinten ist jetzt ziemlich schnell ein Auto kommen. Mhm. Dann würde ich warten mit dem Blinker links. Okay. Weil für mich ist immer das Zeichen, jemand macht den Blinker links und fährt los. Okay. Und deswegen ist das voll blöd, wenn du angefahren kommst und jemand setzt den Blinker links. Dann würde ich einfach kurz warten, bis der vorbei ist und dann den Blinker setzen. Wir gehen rechts weiter. Ja. Genau, kannst du ja fahren, der blockt dich ja schön ab. So, wir fahren dann ganz vorne links weiter. Es geht nichts über eine 2 Tage alte Cola. Die ganze Zeit in der Sonne war. Bei der Prüfung, wenn es bei einer Prüfung dumm läuft, dann ist das echt wie jetzt, dass kein Ton geredet wird. Also es kommt immer auf die Prüfer an. Es gibt manche Prüfer, die unterhalten sich gerne und es gibt auch manche, die reden nicht so gerne. Okay. Das ist echt so einfach, dass man halt da sitzt und es läuft ja auch keine Musik. Das ist dann halt einfach. Du? Nein. Eben wollte ich schon sagen, dass bestimmt jetzt alle wieder denken, da fährt eine Schauspielerin, du alles richtig machst. Nee, ich habe eigentlich das Zeichen gesehen, dass ich Vorfahrt habe. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt eingehalten habe. Ja, weil der halt auch so schnell herkommt. Schau, da darfst du dich nicht irritieren lassen. Also, dann musst du einfach, klar, wenn du Vorfahrt hast, hast du Vorfahrt. Mhm. Dann fährst du erstmal, aber natürlich klar, wenn der es dir reinfahren wird oder dir die Vorfahrt nimmt, dann musst du bremsen. Okay. So, dann fahren wir dann die nächste da vorne rechts weiter. War vielleicht ein bisschen früh jetzt. Also ich habe es zwar ziemlich früh gesagt, aber... Nee, ich schmeiß dann hier lieber blinken. Genau, aber das reicht, wenn du natürlich jetzt blinkst. So, und da oben fahren wir dann links weiter. Aber hier wäre eine rechts vor links, wenn da einer kommt, oder? Nö. Ah, das ist im zweiten. Also okay, das hat jetzt so funktioniert, gell, weil alles frei war. Ich habe gemerkt, aber der zieht ganz schön, ohne dass ich auf dem Gas war. Genau, aber da ist trotzdem der erste Gang besser, wenn irgendwas schnell. Wir gehen die nächste dann
Rechts weiter. So, grüner Pfeil heißt. Mit der Straße darf ich da trotzdem ganz. Nee, du fährst ganz vorne, okay. Du fährst vorne links. Das ist voll blöd, die grüne Pfeile, die bringen ja überhaupt gar nichts bei Tag. Nee, und nur an der blauen Brücke, der ist praktisch. So, an der Ampel gehen wir dann rechts weiter. Sagt eigentlich der Prüfer, wo es lang geht? Oder ja, natürlich. Okay. Ja, das wäre witzig. Wenn ich sagen würde, dann würde ich mir ja lauter leichte Strecken aus. So immer im TÜV, immer so einen Kreis rumfahren mit Industriegebiet vom TÜV. So, wenn wir abgebogen sind, möchten wir Richtung Frohndorf fahren. Okay. Also den Berg hoch. Mhm. Genau. So, die Baustelle ist jetzt Gott sei Dank auch weg, wo sie hier diese Bushaltestellen gerichtet haben. Und so wie es aussieht, irgendwann nächste Woche geht aber die komische Bahnhofsbaustelle weg. Okay. Tun sie jetzt gerade auch teeren. Das wird noch besser. Ich bin ja leider im Urlaub. Lebe ich das gar nicht. Muss man bis da vorne 50 fahren? Nein, du kannst ja zwei Ortsschild aus. Das heißt, du hättest jetzt 100 fahren können. Achso, und jetzt 170. Ich
So, Frau, würde es der Prüfer sagen, jetzt suchen Sie sich mal in Ruhe was zum Umkehren. Das? Ich weiß es nicht. Ich habe das Auto nicht gesehen. Kann ich auch rückwärts laufen, dann wäre es zu eng gewesen. Ach so, ja, ne, kannst du machen. Okay. Ah, da fahren wir dann logischerweise rechts rein. Mhm. Und dann glaube ich, müssen wir da vorne nochmal umkehren und das nochmal mal. Es war alles hier war irgendwie nicht so glücklich. So, fährst du mal die nächste rechts weiter. Und dann suchst du nochmal irgendwas zum Umkehren. Okay. Fahr mal am besten weiter. Fahr mal einfach weiter. Weil das ist, man merkt, dass du bist jetzt in so einem komischen Dings drin und so, weil das alles nicht funktioniert hat. Und du suchst dir jetzt einfach die kompliziertesten Sachen raus und willst irgendwas machen. Und das würde ich würde es nie machen, an der Prüfung sowas Enges oder so raussuchen,
um da reinzufahren mit irgendwelchen Mauern oder sowas. Da fährst du einfach weiter und guckst, ob was anderes kommt. Und zur Not, du kannst doch auch einfach jetzt mal nach rechts fahren. Weißt? Du musst ja nicht immer, du kannst ja auch so im Kreis rumfahren. Du musst ja nicht einfach rückwärts auf den Ding oder drauf. Nein, Quatsch, es muss nicht schnell gehen, du lässt dir Zeit. Dann fährst du da vorne auch wieder rechts. Guck mal, das, ich finde so Sachen einfach, wenn rechts und links so eine Mauer ist, das muss halt dann einfach funktionieren. Also okay. Du musst das können. Wenn du das nicht könntest und da dann so komisch rumfährst, dann ja, ist das nicht gut. Hätte ich jetzt doch nicht gebraucht. Ja, ist nicht so schlimm. Wo lang? Ah, ne. Link, ganz normal links, jetzt geht es wirklich ganz normal. So, jetzt halt ich mal ganz kurz hier rechts an. Fahr mal einfach so rechts an und bleib mal schön stehen. So, was bei dir jetzt ist, das ist so ein typisches Phänomen manchmal bei Fahrschülern, dass wenn es heißt umkehren, dann kommt irgendwie so eine gewisse Grundnervosität und du fährst dann, du guckst nur noch nach Stellen, wo du umkehren kannst und du kümmerst dich gar nicht mehr so richtig um den Rest sozusagen. Das hat man gerade voll gut gesehen, weil du bretterst voll in diese Engstelle rein. Also da wäre wahrscheinlich die Prüfung schon aus gewesen. Wenn du, ja, du hast ja das Auto voll abdrängt, mehr oder weniger. Gell? Das heißt also, wenn der Prüfer zu dir sagt, umkehren, dann geht natürlich das ganz normale Fahren weiter. Also du darfst dann nicht irgendwie alles vergessen und nur noch gucken, wo du umkehren kannst, sondern du musst natürlich ganz klar dich an die Regeln halten. Also alles ganz normal sozusagen abfahren, was da kommt. Also rechts vor links, egal was da ist. Und wir machen das jetzt nochmal. Wir fahren jetzt nochmal die Strecke, die wir gerade gefahren sind und dann versuchen wir das mal einfach normal zu machen. Denk jetzt auch dran beim Losfahren wieder, genau, gucken. Oder gerade eben war auch so typisch, kannst du ruhig losfahren, wo wir da reingefahren sind, dass du dann verzweifelt versuchst, irgendwo umzukehren und dir dann auch eine Stelle aussuchst, die eigentlich gar nicht, ja, man kann es schon machen, aber das ist halt nicht so toll. Fahren wir links weiter. Fahren wir frei, jetzt machen wir nochmal so, ich mache jetzt nochmal ganz normal Fahrstunde, also es soll jetzt keine Probeprüfung sein oder so. So, wenn der Prüfer zu dir sagt, umkehren, dann fährst du, wie gesagt, einfach ganz normal weiter und du guckst auch ganz normal nach dem Auto, ob da jemand kommt. Wenn, so wie jetzt, dann musst du natürlich warten, du kannst da nicht vorbeidringen. Dann ganz normal Blinker links und vorbei. Und du fährst ganz normal weiter. Und das Einzige, was du machst, du guckst halt, ob irgendwo eine Gelegenheit kommt zum Wegfahren. Und ich sage ja immer, ich finde es besser, links wegzufahren. Jetzt sieht man da vorne eine Straße links. Also zack, da fährst du rein. Also gar nicht mehr überlegen, sondern da fährst du rein. Was du auch machen musst, du machst jetzt Blinker links. Du hast ja hier so ein Ding zum Einordnen. Das hast du vorher auch nicht gemacht. Du kannst doch hier ganz normal reinfahren. So. Und jetzt langsam, jetzt geh in den ersten Gang, weil da geht es so komisch rein. Und hopp, und jetzt gehst du rüber. Komm, frei. So, und weil jetzt ist nämlich ganz wichtig, hier kommt nämlich jetzt eine rechts vor links und die musst du nämlich ganz normal beachten. Das heißt, jetzt ist erst wieder die rechts vor links wichtig, bevor es weitergeht mit Umkehren. Und wenn da niemand kommt, dann fährst du einfach weiter. So, und jetzt die Stelle, die du dir rausgesucht hast, die ist die auch nicht so optimal. Nee, gell? Weil guck mal, hier hast du doch schöne Garagen. Ja, das heißt doch, du kannst einfach hier vorfahren, so, mach Blinker rechts. Du fährst einfach ziemlich dicht an den Audi ran. Geh noch ein bisschen weiter vor, keinen Platz verschenken. So, an den Audi ran. Einfach noch ein bisschen ran. So, stopp. Jetzt machst du den Rückwärtsgang. Jetzt kannst du nämlich einfach voll nach rechts lenken. Gucken, dass alles frei ist. Und dann fahren wir einfach schön zurück auf die Garagen.
Genau, stopp. Brauchst gar nicht ganz zurück. Jetzt kannst du nämlich einfach wieder ganz locker nach links. So, und dann kannst du wieder ganz normal runterfahren und dann da unten wieder rechts fahren und dann hast du die Grundwalken erfüllt. Du musst solche Sachen, ich sage ja, das hört sich immer so blöd an, aber einfach in Ruhe und mit Übersicht machen. Also wirklich einfach dann auch mal langsam tun, einfach Kupplung wieder ganz drücken, ne, Kupplung dann wieder an. Dann erst die Gang und dann fahren wir ganz locker weiter. Schön Gas geben und schalten. Und auch bei der Prüfung ist wichtig, wenn jetzt bei der Prüfung, da kann auch so eine Phase kommen, wo man einfach kurz nichts mehr richtig funktioniert, wie jetzt umkehren, scheiße, abmurkst und weiß ich was. Und trotzdem geht die Prüfung weiter. Gell? Also nicht denken, so, das war's, ich bin durchgefallen, sondern es wird voll gekämpft bis zum Schluss. Weil wenn du mal auch die Prüfung anguckst, die ich jetzt alle aufgenommen habe, das sage ich ja oft, boah, da war ein Fehler, da war ein Fehler und das war und trotzdem haben die Fahrschule bestanden, weil wie gesagt, das ist ein Gesamteindruck und wenn der Prüfer sieht, du kannst doch fahren und das war halt, naja, da halt nicht so gut und da nicht, dann kriegst du den Führerschein trotzdem. Für manche ist das ganz gut, wenn die resignieren, dann fahren die auf einmal ziemlich gut, weil ihnen alles egal ist. Hatte ich auch schon, das Jahr dort haben sie durchgefahren. Und ab dem Moment war die Prüfung perfekt. Okay. War der Druck weg sozusagen. Jetzt bin ich sowieso durchgefallen, dann juckt es mich auch nicht mehr. Heute ziemlich weit rechts immer. So, wir fahren dann da unten an der Ampel links weiter.
schön losfahren, also die langsamer. Du musst auch bis da immer nicht zögern, wenn es frei ist, sondern sobald wirklich alles frei ist, dann auch losfahren. Hier, wenn es falsch fahren, weißt du, nicht langsam tun und so immer gucken, ob jemand kommt, sondern solange es falsch durchziehen. Boah, da kommen schon die Wolken. Der Wetterbericht hat gelogen heute Morgen. Die haben gesagt, heute nochmal schön und morgen Regen. So, wir fahren dann die nächste links weiter. Und dann gehen wir geradeaus weiter. So, guck mal, dreh mal deinen Kopf ein bisschen schneller und ich hoffe, der dass darf du... Doch nein, nein. Okay. Du darfst zuerst. Frau, Punkt, Punkt, Punkt. Lieber mit dem Erspiegel. Ja, ja. Und wie man so schön sagt, immer so ein bisschen aus dem Quark kommen. Hast du fährst gerade wie so eine alte Oma durch Tübingen, du musst einfach ein bisschen mehr fahren, genau. So, dann gehen wir die nächste rechts weiter. Früher wieder gucken, weißt du, hast sowieso Vorfahrt, aber trotzdem kurz kontrollieren, dass da niemand kommt. Und jetzt, zack, auf geht's. 30. Dritte Gang bei 30. Und dann schön hier die Straße hochrasen. Genau, da hat man langsam, bis der weg ist, bleibt so ein bisschen. Einmal am Tag so jemand abdrängen reicht. Jetzt schön Gas und weiter geht's.
Also es muss ganz klar sein, wenn du dir nicht sicher bist, dass das nicht tausendprozentig reicht, zwei Autos durch eine Lücke und auch so, dass das nicht arschknapp ist, dann langsam tun und in einen anderen Dorf fahren lassen. Okay. Und ich habe schön Gas geben, schön 30 fahren. Immerhin nichts entgegenkommen, wenn alles klar ist, dann kannst du ganz normal 30 fahren. Nicht so dicht an die Autos ran, aber wenn jemand entgegenkommt, dann musst du nicht so weit rechts fahren. Weiterfahren, komm, so, solange du siehst ja weit, es kommt niemand. Also einfach schön drauf. Ja, du fährst halt schon ziemlich gern dicht an Autos vorbei und so. Das war jetzt aber nicht mein Fehler. Nein, okay. Aber du musst das trotzdem aufpassen. Du sicher, das ist echt witzig. Der fährt einfach rückwärts raus, ohne zu gucken, ohne zu machen. Das ist echt. Diese Leute verstehe ich immer nicht. Und das ist natürlich für gerade für Fahranfänger wie für dich aber eine schwierige Situation, weil du oft was macht der da? Und da musst du sofort hupen einfach, weil da hilft überhaupt nichts. Wenn der denkt, er könnte jetzt kurz Gas geben beim Rückwärtsfahren, dann denkt, du kannst aber jetzt Gas geben und einfach durchfahren. Und da hier einfach fahren. Guck mal, wenn alles frei ist, einfach fahren, nicht langsam tun. Jetzt einfach einen ersten Gang und dann schön drüber rollen. Bei dir ist immer so, du zögerst immer. Weißt? Du zögerst und wenn es frei ist, dann guckst du nochmal, ob es auch wirklich frei ist und dann guckst du, ob es auch echt frei ist und so. Und du musst, wenn, es gibt nicht mehr als frei. Wenn kein Auto kommt, ist frei und dann kannst du fahren.
sich geteert. So, wir fahren die nächste rechts, meiner. Grün, ja, gib Gas, so. Uns passiert jetzt ein bisschen, wenn wir es nach der Bahn rum. Das ist immer, das ist mir auch lieber hier, dass hier grün ist bei dieser Ampel, weil das ist auch so ein Scheiß mit diesem grünen Pfeil da. Das heißt aber, du musst natürlich schon von hinten gucken, weil man sieht ja schon von hinten, dass da grün ist. Mhm. Und dann darfst du nicht zögern, sondern dann musst du echt gucken, dass du einfach schön mit Gas drauf fährst. Mhm. So ein schaltfaules Ding. Ich dachte, wenn ich jetzt schalten würde, würde das zu langsam sein beim Fahren. Wenn du jetzt schalten würdest, dann hätte das dem Auto sehr gut getan. Fahren wir rechts weiter, weil du bist ja, guck mal, bei 40 fährst du gerade im vierten Gang. Ja, jetzt aber, ha? Kannst du froh sein, dass dieses Auto 500 PS hat. So, wir möchten Richtung Bahnhof, das heißt für dich, links. Na, nicht blinken, sonst denken ja, die nicht blinken, sonst denken ja, du fährst wieder raus, sondern erst praktisch jetzt, wenn du hier drin bist, jetzt machst du Blinker links. Weil da irritierst du ja alle, wenn du jetzt da praktisch auf den Rechtsabbieger fährst, weil dann wieder links blinkst. Ach, gestern hatte ich mal wieder so eine richtig krasse Situation mit. Eine Fahrschülerin fährt auf eine Kreuzung zu, du hättest locker drüber fahren können, alles klar, und sie macht auf einmal eine Vollbremsung, wenn die Ampel umschaut. Wir stehen mitten in der Kreuzung drin, voll krass, sie steht auf überall drauf und ich musste so, lass los, und dann musste man gucken, dass man aus der Kreuzung rauskommt und so, das war echt brutal kurz. Weil wenn du hier auf der Bremse stehst oder hier, dann kann ich nichts machen, weißt du, dann kann ich nicht weiterfahren. So, gleich haben wir es geschafft. Ja, da fand ich selber wieder so ein Fahrradfahrer, der in falschen Richtung kann schon weiterfahren. Falsche Richtung auf dem Rad, der ganz irgendwann wird. Kriegt man dafür eigentlich auch eine Strafe von der Polizei, wenn man falsch rum auf dem Fahrrad? Keine Ahnung, ich denke, dass sie das gar nicht interessiert. Und den interessiert es auch nicht, der fährt einfach mit. Also, so langsam kann man irgendwie alles machen, das juckt niemand mehr.
So, dann halten wir einfach ganz elegant hinter diesem Mercedes an. Aber gerade jetzt hinter dem TÜV GA 547. Und dann verabschieden wir uns.